Aber was sich nicht geändert hat, wirklich Publikum, du gehst auf die Bühne hinaus, das ist ja wirklich bei mir wirklich so, ich sehe die Leute jetzt an der Uni, ich sehe dich. Ne? Du bist mir ja sowieso gleich, die blonden, langen Haare. Ich habe gesagt, das ist die Frau des Abends, gell? Die Hauptpfanne. Nein, weil du diese Frau ansiehst, es war schon immer so, du gehst raus, sie ist vorne in der ersten Reihe, die sagt, wow, die Frau, die hat heute einen super Abend. Die freut sich, dass sie da ist, wahrscheinlich wochenlang hat sie sich schon auf den Abend gefreut. Frisch gewaschen. Frische Innenhose an. Im Gegensatz zu da drüben, gell? Es ist ja. Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine frische Innenhose habe. Nein, aber es wirkt halt so auf mich. Ich merke schon, nein, du warst ja extra beim Friseur, aber ich sehe ich doch. Sehe ich doch, gell? 30 Grad Rimburg, aber die Frisur sitzt. Na, es wirkt so auf mich. Vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht habt ihr euch auch schon wochenlang auf diese Vorstellung gefreut. Seid frisch gewaschen? Oberen? Das hab nicht ich gesagt. Hoffentlich frische Innenhose. Ja, aber vielleicht frische. Vielleicht habt ihr sogar frische Innenhose und sie nicht. Aber das. Wahnsinn! Und wirklich, das sind so Sachen, das ist seit Jahrzehnten, ist es so, du guckst ins Publikum, merkst du, da hinten hocken die Unlustigen, das ist ja. Na, das merkst du sofort, das sind immer so die, wo du immer hinglotzt, da glotzt den ganzen Abend hin, denkst, jetzt müsstest du doch mal lachen, nix. Das sind so Leute, die sind dahergekommen, die sind die Hemd fortgefahren und haben sich daheim schon gedacht, heute lachen wir nicht. Ja?